Meine wunderschönen und jetzt allerliebsten Zuschauer, herzlich willkommen zurück bei Forza Horizon 4 im Winter. Wir fahren hier gerade mit dem Aston Martin mit 180 Sachen durch den Tiefschnee, weil, wir haben es ja am Ende der letzten... Oh, da haben wir aber gerade was verloren. Was haben wir denn da abgeschmissen? Waren das unsere Schalldämpfer, die wir da gerade weggeschmissen haben, oder was? Irgendwas hat gerade unser Auto verlassen. Unfreiwillig. Okay, passiert schon mal. Gott sei Dank nicht wir. Wenn der Fahrer das Auto verlässt, ist nicht so gut. Wir hatten ja beim letzten Mal darüber gequatscht. Wir haben eine Meisterschaft gemacht und... Oder sogar zwei Meisterschaften haben wir gemacht. Und jetzt gibt es noch eine weitere Meisterschaft im Winter, die ich gerne machen würde. Nämlich mit... Ach so, warte mal. Vielleicht sollten wir dann vorher, aber bevor ich da hinfahre... Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Mal eben gucken bei den Autos, ob wir schon eins haben. Zählt möglicherweise der Rally Fighter als Rally Monster? Weil wir brauchen für die Meisterschaft ein Rally Monster. Also, warte mal. Rally Monster, so. Und dazu zählt tatsächlich der nicht. Aber der Porsche zählt tatsächlich dazu. Und der Porsche ist sogar S1 900 und ich glaube, wir brauchen ein Auto S1 900. Ich wollte das mit dem Rallye Fighter fahren, aber ich glaube, wir können sogar mit dem Porsche vielleicht die Meisterschaft fahren. Das wäre ja noch viel geiler. Wenn wir mit dem Porsche die Meisterschaft fahren können, dann bin ich überglücklich. Okay, dann haben wir vielleicht sogar ein Auto. Also ja, eigentlich wäre jetzt Frühling schon, aber ich habe ja gesagt, wir machen ja eine Meisterschaft noch. Deswegen nehme ich die Folge jetzt direkt nach der letzten auf und ab der nächsten Folge sind wir dann im Frühling unterwegs. Weil wenn ihr das hier seht, dann ist natürlich schon längst Frühling. Das passiert immer donnerstags um 15, 16 Uhr irgendwann. Andererseits hatten wir ja sowieso ein bisschen wenig im Winter, also macht es ja nichts, wenn wir jetzt noch eine Folge Winter machen. Und dann freuen wir uns umso mehr auf den Frühling. Ja, das wäre natürlich genial, wenn wir das mit dem Porsche fahren können. Vielleicht können wir ja sogar schon auf den Porsche wechseln dann. Warte mal, meine Autos? Man kann doch irgendwie die Autos wechseln, man kann die sich doch liefern lassen. Dann schauen wir doch mal, ob wir uns den Porsche nicht einfach... Da ist er doch! Und wenn der tatsächlich zu Rallye-Monstern zählt... Oh, dieser Sound, Freunde. Wenn der tatsächlich zu den Rallye-Monstern zählt, dann bedeutet das, warte mal, hier unten, genau. S1 900 Rallye-Monster dürfen wir da fahren. Ich weiß ja jetzt, wie ich sehe, was ich fahren darf. Wir müssen aber einmal drehen, wir sind falsch rum. Wenn wir den Porsche da fahren dürfen, dann wird das eine richtig geile Meisterschaft. Man merkt halt auch direkt den Unterschied zwischen 800... und S1, also 900, also 800 und 900, man merkt den Unterschied so krass, weil dieses Auto einfach so viel schneller ist schon, als das, was wir gerade eben gefahren sind. In 400 Metern rechts ab. Der Kia Stinger und der Aston Martin waren ja beide 800 rechts und bei beiden war so bei 250, 230 Schluss und der Wagen hier macht locker 300, also S1 ist halt schon sehr viel geiler, ne? Upsala. Route wird neu berechnet. Im Kreisverkehr die dritte Ausfahrt. Nein, nix Kreisverkehr. Links abbiegen. Haha, der Porsche, Freunde. Der Porsche ist so ein geiles Geschoss. Ich freue mich drauf, wenn wir mit ihm die Meisterschaft fahren. Das wird richtig cremig. So ein kleiner Flitzer. In 400 Metern rechts abbiegen. So, wenn der ein Rallye-Monster ist, dann dürfen wir den ja auch querfeldein fahren. Und genau das machen wir jetzt mal. Um zu gucken, ob der auch querfeldein was taugt. Aber da der hier lockere 240 aufs Parkett legt, querfeldein. Und mein Fiesta macht bei 160 schon Schluss auf der Autobahn weg runter. Und der macht sogar hier 270 im Gelände noch. Alter Schwede. Ist ja nicht mehr normal hier. So, einmal durchs Gebüsch. Und dann sind wir auch schon fast da. Ja, der fährt halt einfach 280 im Gelände, ne? Ich weiß nicht, wie wir damit was verlieren sollen, aber... Ja, okay. So, wenn wir jetzt hier noch ein bisschen durchs Gebüsch heizen, sind wir auch schon fast da, wo wir hinwollen. Da vorne ist die Meisterschaft. Ich weiß nicht, wie viele Rennen da auf uns warten, aber ich denke, das werden wir in einer Folge auf jeden Fall hinkriegen hier. Hier ist es, Moorhead Rallye-Strecke. So, und bitte lass mich da... Schneemonster Dirt Rennserie. Drei Veranstaltungen, 20 Kilometer, Rallye-Monster im Winter. Und wir müssen auf Experte Erster werden für den Super Wheelsmith. Das kennen wir schon, so ist das bei den Meisterschaften ja jetzt immer gewesen hier. Und ich hoffe, dass wir... Da draußen ist es zwar eiskalt... Aber ich bin mir sicher, du wirst bei diesem Saisonrennen deinen Spaß haben. Sieh ja! Warm an. Ja, wir dürfen jetzt mit dem Porsche fahren. Oh, wie geil ist das denn? Okay, dann habe ich das Auto schon für das Event. Und wir fahren auch wieder auf Profi. Wir sollen zwar nur... Das ist... Eigentlich machen wir es immer uns unnötig schwieriger, aber dadurch auch spannender. Also wir müssen nur auf Experte gewinnen, aber wir fahren auf Profi. Ja, so ein bisschen kann man ja noch drauflegen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Saisonmeisterschaften sind schwieriger. Ich habe das Gefühl, dieselbe KI-Stufe ist bei den Saisonmeisterschaften ein bisschen schwieriger als bei den normalen Rennen. Weil normalerweise fahren wir ja auch von Schlagbahn. So, erstes Rennen.
Und ich habe die Vermutung, dass wir mit diesem Porsche hier... Ja, ich werde erstmal abwarten, was jetzt wirklich passiert. Aber ich habe die Vermutung, dass wir mit dem Porsche hier an ziemlich vielen ziemlich gut vorbeiziehen werden. Der hat nämlich auch ein abartig geiles Tuning drauf, womit der richtig schnell ist. Und zwar auf der Straße und im Gelände. Leider geht er so ein bisschen quer in den Kurven. Also, es ist natürlich einerseits ziemlich cool, so stylisch-mäßig, aber ist ein bisschen schwer zu kontrollieren. Was eine Kurve hier. Da kachelt man da mit 300 Sachen an und plötzlich kommt hier so eine Haarnadelkurve. Ich hätte tatsächlich gedacht, so wie sich das Auto anfühlt und steuert, dass wir schneller schon vorne rankommen und uns den ersten Platz sichern. Wir sind immer noch nur Vierter. Also ich hätte gedacht, der Porsche hier, weil der sich so böse stark anfühlt, hätte ich gedacht, dass wir da noch schneller vorne davonziehen. Also er ist ein absolutes Leistungs-Power-Bündel. Allerdings muss man auch dazu sagen, dadurch, dass wir so schnell sind im Gelände, passiert das mal ganz schnell, dass man sich da ein bisschen verlenkt und dann einen Checkpoint verpasst oder so. Das merke ich schon. Der ist so wobbly, oder wie sagt man auf Deutsch, so hüpfelig hier im Gelände. Also ich glaube, wenn man da einmal ein bisschen falsch lenkt, dann verpasst man den Checkpoint. So, aber Checkpoints verpassen wollen wir nicht. Wir wollen hier gewinnen und heizen hier den Berg hoch mit 240, 250. Ein absolut geiles Geschoss einfach nur. So, wir haben hier sogar richtige Rallye-Fokusse dabei. Ist ja auch für Rallye-Monster das Event, ne? Was zur Hölle ist das hier für eine Strecke? Oh Gott, da muss man so vorsichtig fahren. Ganz ehrlich, ihr glaubt es nicht, wie schwierig das ist, hier auf so einem Gelände zu fahren. Vor allem, wenn man das Zurückspulen aus hat und genau weiß, wenn ich hier einen Checkpoint verpasse, dann müssen wir neu starten. Und gerade bei so Streckenabschnitten wie da vorne jetzt, gerade mit den ganzen Sprüngen, da passiert das so schnell. Du musst einmal nur die Sprungschanze falsch treffen und fliegst am Punkt vorbei. Da bin ich also, da ist der Adrenalinpegel ganz weit oben, Freunde. Ah, den Checkpoint hätte ich auch fast noch verpasst. Aber wir gewinnen das erste Rennen. Ganz, 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 ganz knapp, aber wir gewinnen das erste Rennen. Puh, das ist ein guter Start. So kann es losgehen. Ja, hier fährt der Paint Dust, fährt mit dem Hoonigan-Fokus. Und ansonsten haben wir ganz viele Ford RS200s dabei. Und tatsächlich einen weiteren Porsche 959. Der Milchbubi 99 fährt einen Porsche 959. Gut, 20 Punkte, so kann es losgehen, so kann es weitergehen. Wobei der Hoonigan-Fokus ziemlich geil aussieht, auf den hätte ich ja auch Bock, ne? So, damit sind wir wieder Level Up. Ich glaube, wir kriegen auch schon wieder einen Super-Wheel-Spin, ne? Kann das sein? Jedes Mal, wenn wir Level Up kriegen. Und ein Offroader-T-Shirt haben wir freigeschaltet. Jawohl, wünscht uns Glück, Freunde. Jetzt ist die Stunde der Wahrheit gekommen. Letztes Mal haben wir zwei Autos bekommen. Und wir... Oh, da war ja ein Ford Fiesta gewesen. Oh... Eine hellbraune, umgeschlagene Shorts, eine Nachhausehupe und aber auch ein Bentley Continental in der Forza Edition, in der Forza Horizon Dingens Edition mit sauberer Fähigkeitenboost. Das ist cool. Das freut mich. Das klingt nach einem ordentlichen Auto. Ich hätte auch den Lamborghini darüber genommen, aber macht einen Wheelspin und gewinne dein erstes Auto der Forza Edition. Die 12 mutigsten, schnellsten, schmutzigsten Fahrer bei Horizon im Gauntlet. Bis hierhin hast du dich gut geschlagen. Wenn du auch noch dieses Rennen gewinnst, bist du der neue Dirt Champion von Horizon. Ah! Ja, wir sammeln auch während der Wintermeisterschaft hier, sammeln wir auch weiter Punkte für die normalen Meisterschaften, also zum Beispiel die Offroad-Meisterschaft. Und bei der Offroad-Meisterschaft haben wir anscheinend jetzt schon das Finalrennen freigeschaltet, nämlich den Gauntlet. Wollen wir jetzt gar nicht machen, wir wollen unsere Meisterschaft weiterfahren natürlich. Okay, dann fahren wir weiter zum zweiten Rennen. Unsere erste Forza Edition, freut mich. Also ich finde, wir sollten auch wirklich mal ein bisschen Glück haben in den Wheelspins. Nachdem ich so oft nur Klamotten bekommen habe, freue ich mich, dass wir jetzt zuletzt auch mal ein paar Autos bekommen haben. Weil das ist eigentlich das Einzige, was mich interessiert. Geile Autos, weil die sammle ich halt, ne? Klamotten und Hüten sind mir sowas von piepegal. Ich sehe gerade, da vorne ist noch irgendwo eine Einflusstafel. Die können wir ja mal ganz kurz mitnehmen, wenn wir schon mal hier sind. Ist sie auf der Röhre? Ist sie unten drin? Ich glaube, die ist unten drin. Route wird neu berechnet. Oder ist sie hier in dem Tunnel drin?
Jawohl. In 100 Metern rechts abbiegen. Im Tunnel drin ist sie. Gefunden. Sehr schön. So, Rennen Nummer 2 von 3. Und jetzt haben wir natürlich, jetzt sind wir ein bisschen beruhigter. Dadurch, dass wir das erste Rennen gewonnen haben, müssen wir jetzt nicht unbedingt gewinnen. Wir sind also ganz entspannt. Tiefenentspannt sind wir. Mudkicker. Okay. Ja, also ich meine, an sich auf Straße und Gelände zu fahren, ist gar kein Thema. Aber solche Abschnitte wie da vorhin, wo so richtig durch tiefe Gelände mit Gräben und Wasser und so, da ist richtig gefährlich. Diese ganzen RS200 hier, ne? Krass, wie viele davon mitfahren. Und jetzt geht's auch wieder durch besagtes tiefes Gelände hier. Mit Wasserbecken und dem ganzen Kram, der dazugehört. Die Autos gehen fast komplett unter Wasser. Genau das meine ich nämlich hier. Diese Abschnitte sind so gefährlich, weil du hüpfst und dann fliegst du mal ganz, ganz schnell am Checkpoint vorbei. So, wir nehmen die Kurven aber an sich alle ganz okay, finde ich. Muss wirklich vorsichtig Gas geben in diesen Kurven, aber jetzt sind wir auch wieder auf der Straße. Und jetzt heißt es vorne rankommen. Ja, auch wenn wir hier... Ach, und jetzt fahren wir auch noch 3 Runden und dann auch noch immer durch diese Sprunggräben durch. Als ob ich nicht mindestens einmal einen Checkpoint verpasse. Als ob wir das Rennen beim ersten Mal gewinnen. Glaube ich noch nicht dran. Also wenn ich 3 Runden schaffe, ohne einen Checkpoint zu verpassen, dann würde mich das fast wundern. Und das ist natürlich besonders geil, wenn man das überspringt, das Wasserbecken. Weil die Wasserbecken verlangsamen einen ja doch ziemlich. So, der Hoonigan Focus ist schon wieder vorne. Der scheint wirklich im Gelände sehr potent zu sein. Aber ich finde, ich fahre jetzt auch gerade gar nicht so schlecht. Da kommt Runde Nummer 3. Momentan sind wir auf Platz 4. Da ist sicherlich noch mehr drin. Ja, da haben wir uns so ein bisschen unschön haben wir uns da reingemogelt. Aber macht nichts. Damit sind wir bei Paint Dust angekommen. Im Hoonigan Focus. Der hat auch eben schon den zweiten Platz geholt. Das heißt, wir sollten so ein bisschen aufpassen, dass der jetzt hier nicht gewinnt. Sonst könnte das punktetechnisch ein bisschen enger werden. Oh, da hat er Probleme. Ich habe nichts gesagt, weil fast hätte ich den Checkpoint verpasst. Ah, ich sollte nicht... Ihr wisst das, wie das bei mir ist mit der Schadenfreude. Die Leute, die mich schon länger gucken, wissen, wie das ist. Also, immer wenn ich anfange, schadenfroh zu sein, dann wissen die Zuschauer schon, oh, oh, gleich geht's wieder los. Deswegen sind wir lieber einfach ruhig, machen unser eigenes Ding, versuchen hier sauber zu fahren und den ersten Platz zu halten und dann ist gut. Nicht die anderen auslachen, einfach nur das Rennen gewinnen. Und das tun wir auch, Freunde, das tun wir auch. Sehr geiles Rennen. Keinen Checkpoint verpasst. Rennen gewonnen. Es läuft so richtig. Und dieser Porsche ist einfach nur geil. Generell muss ich sagen, diese Meisterschaften, diese Saisonmeisterschaften machen einfach viel mehr Spaß, als die normalen Rennen zu fahren. Also mit diesem Punktesystem, wo man Punkte sammelt und Rennen gewinnt. Och, komm schon, das Level-Up hättest du mir doch geben können. Also ich werde im Frühling auf jeden Fall Meisterschaften fahren, alle, die angeboten werden. So, das letzte und dritte Rennen ist hier vorne, das fahren wir natürlich jetzt auch noch. Dann haben wir noch eine Meisterschaft abgeschlossen. Dann haben wir zwar im Winter nicht alles gemacht, was man machen soll. Es gibt ja auch noch so Nebenaufgaben, irgendwelche Drifts machen und so ein Kram. Aber zumindest die Meisterschaften haben wir dann erledigt. Und im Frühling versuchen wir dann alles zu machen. In 400 Metern links abbiegen. Hui, und er fliegt. Aber so richtig fliegt er. So, daneben im Rennen ist noch eine Einflusstafel. Ich guck mal ganz kurz, ob wir die noch holen. Immer wenn was in der Nähe ist, mitnehmen. Ihr wisst das ja. Und da steht sie doch. 3000 Einfluss, jawohl. Sehr schön. Damit sollten wir auch Level Up haben, oder? Wir waren noch kurz vorm Level-Up. So, Highland Farm Griprennen. Das dürfte das letzte dieser Saison sein. Das fahren wir noch. Gewinnen wir hoffentlich noch, müssen wir aber gar nicht. Ich glaube, es reicht sogar, wenn wir irgendwie Fünfter werden oder so wahrscheinlich. Aber mit einem 5. Platz bin ich natürlich nicht zufrieden. Selbst wenn er uns reichen würde, will ich natürlich hier gewinnen. Ja, gar keine Frage. Erste Kurve direkt sehr schön genommen. Sehr, sehr schön genommen. Zweite Kurve auch sehr schön genommen.
So. Okay. Das sieht doch schon richtig ordentlich aus, was wir hier machen. Fünfter Platz. Wir fahren wieder drei Runden. Die Strecke kenne ich sogar schon. Die sind wir schon mal gefahren bei einem anderen Rennen. Hat er noch gezählt? Der hat noch gezählt, ne? Ja, der hat noch gerade so gezählt. Wir waren ganz, ganz knapp dran vorbei eigentlich, aber Gott sei Dank hat er noch gezählt. Haben wir Glück gehabt. Ach, genau, das ist die Strecke, wo ich am Ende dann rübergehüpft bin hier und dann links in die Wand gefahren bin. Genau die Strecke ist das. Ja, ja, ich erinnere mich. Die Strecke ist das. So, diesmal haben wir die erste Kurve leider nicht so richtig gut genommen. Bisschen zu schnell gewesen, aber macht nichts. Ah, der Porsche, also der ist mega geil im Gelände, aber er ist auch wirklich anspruchsvoll zu fahren. Der ist so schnell und rutschig auch irgendwie, dass du, also, man hat schon seine Schwierigkeiten, den unter Kontrolle zu halten. Aber ansonsten gibt er dir Power ohne Ende. Macht richtig Laune mit dem im Gelände. So, den Checkpoint, ja, wenn man die Wimpel umfährt, also wenn man die Wimpel, durch die Wimpel durchfährt, dann kriegt man den Checkpoint auf jeden Fall. Aber ich glaube auch, wenn man ganz knapp daneben fährt, kriegt man den noch. Ja, ich bin hier in der ersten Kurve einfach immer zu schnell noch. Oder wir fahren die falsch an, das kann auch sein. Aber irgendwie wird die erste Kurve, sieht die erste Kurve immer ziemlich traurig aus bei mir. Ja, die Wand abkratzen wollte ich eigentlich auch nicht. Ich glaube, also ich habe zwar eben gesagt, ich will natürlich nicht Fünfter werden, aber ich glaube, ein vierter Platz wird's leider. Mehr sehe ich hier noch nicht drin heute. Oder meint ihr, da ist noch mehr drin? Meint ihr, da ist noch mehr drin? Oh, da sind wir gut rausgekommen. Da sind wir richtig gut rausgekommen. Ja, jetzt nicht links gegenfahren. Dann haben wir sogar noch den dritten Platz geholt. Sehr schön. Sehr schön. Das ist am Ende super okay. Dritter Platz ist mehr als ausreichend, um hier die Meisterschaft zu gewinnen. Würde ich zumindest vermuten. Denn wir haben... Ohohoho. Na, da war ich aber ein bisschen selbstsicher gerade hier. Mehr als genug. 2 Punkte. Also es reicht. Ja, es reicht. Aber mehr als genug. Gerade mal so mit 2 Punkten Vorsprung. Aber das reicht natürlich um die... Ja. Also wir haben gewonnen. Eieieiei, 2 Punkte. Okay, also Vierter hätte ich nicht werden dürfen. Das heißt, wir mussten tatsächlich mindestens Dritter werden. Und haben also genau gerade so den Platz geholt, den wir haben mussten. Dafür gibt es natürlich saftige 5000. Außerdem einen saftigen normalen Wheelspin. Und auch einen kleinen, schönen kleinen Super Wheelspin für die Wheelspin-Folge, die wir da machen. Okay. Also der Winter hält jetzt noch... Wie lange hält der Winter noch? 3 Stunden und 34 Minuten. Es gibt ja auch, man sammelt ja auch diese Forzaton-Punkte, davon habe ich jetzt 140. Mit diesen Forzaton-Punkten kann man im Forzaton-Shop Sachen kaufen. Ja? Also man sammelt, man erledigt Forzaton-Aufgaben, kriegt dafür Punkte und mit diesen Punkten kann man Sachen kaufen. Zum Beispiel rosa Bikerstiefel für 60 Punkte, wenn man die haben möchte, aber ihr wisst, Klamotten, ne? Oder warme Fäustlinge. Oder man kauft sich einen Chevrolet Colorado für 140 Punkte. Oder einen Super Wheelspin für 150, das würde mich sogar noch am meisten reizen, da fehlen uns aber 10 Punkte. Normale Wheelspins gibt es für 40 und dann gibt es hier noch einen Land Rover Series in der Forza Edition für 300 Punkte. So, wir könnten noch 10 Punkte sammeln jetzt, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, wenn wir in einer Blitzerzone mindestens 2 Sterne holen. Das sollte doch wohl zu schaffen sein, oder? Das bedeutet für mich, wir schnappen uns mal ein schnelles Auto, mal gucken, was haben wir denn da so im Angebot. Zum Beispiel ein Lamborghini Huracan, der dürfte doch nicht allzu langsam sein, oder? Nehmen wir uns den mal. Der sieht aber auch verdammt sexy aus, ne? Ah, der Huracan. Ich weiß noch, als der Huracan damals angekündigt wurde, war ich ein bisschen skeptisch. Da hat der mir gar nicht so richtig gut gefallen im Vergleich zum Aventador. Inzwischen muss ich sagen, bin ich ein Riesenfan vom Huracan. Der sieht einfach... Also ich mag ihn sehr gerne. Es ist nur gut möglich, dass er keine Winterreifen drauf hat, ne? Ich sehe das gar nicht. Also wir brauchen eine Blitzerzone. Warte mal, wir können auch filtern. Hier wäre zum Beispiel eine Blitzerzone. Da müssen wir durchschnittlich 160 km/h erreichen. Wenn wir das schaffen... Also wir müssen ja nur 2 Sterne haben. In 100 Metern rechts abbiegen. Ah, oh, Huracan, Freunde. Das Ding ist so geil. Ist ja auch komplett Serie, haben wir kein bisschen getunt. Könnten wir aber eigentlich mal machen. Im Frühling, ich finde, so ein Huracan wäre doch ein Auto für den Frühling. Ihr könnt auch gerne schon mal Vorschläge machen für Autos, die zum Frühling passen, ne?
vielleicht was Cabrio-mäßiges oder ein geiler Audi R8 oder sowas, ja, R8 V10, irgendwie so in die Richtung, oder ein Huracan, irgendwie Autos, die in den Frühling passen. Ja, so ein Huracan, die meisten, die so ein Auto haben, bei denen steht er im Winter ja in der Garage, und wenn dann die ersten warmen Tage kommen, dann holt man das Auto raus und fährt damit ein bisschen durch die schönen Landschaften. Gerade hier in so einem schönen Frühlings-Sommergelb, wie der Wagen jetzt gerade ist, passt dann natürlich überhaupt nicht in den Winter, aber in den Frühling, der bald kommt. Also ihr könnt ja mal Vorschläge machen. Frühlingstaugliche Autos. Da vorne kommt die Blizzardzone, wir müssen 160 im Durchschnitt fahren. Ob wir das mit dem Auto hinkriegen, weiß ich nicht. Ansonsten müssen wir unseren Königseck rausholen. Aber ich denke, 160 sollte er hinkriegen, jawohl. Klar. Und 7 km/h. Damit kriegen wir 2 oder 3 Sterne hin. 2 Sterne hin, aber das müsste doch reichen eigentlich, um unter den ersten 66%. Konstantes Tempo abgeschlossen, jawohl. Damit haben wir 10 Forza-Punkte bekommen. Das heißt, wir haben unsere täglichen Herausforderungen, die wir heute hatten, abgeschlossen. Und können also jetzt im Forza-Shop. Also man kann natürlich auch diese 300 ansparen für das Auto hier, für den Land Rover. Aber wisst ihr, was ich jetzt mal mache? Wir gucken mal ganz kurz, ob es nicht vielleicht den auch im Auktionshaus zu kaufen gibt. Und dann kann man sich nämlich sparen, da 300 Fortsatzpunkte für auszugeben. Dann geben wir da einfach Geld für aus. Hier gibt es zum Beispiel einen. Ach, guck mal, da können wir direkt mal mitbieten, wenn wir schnell genug sind. Verbleibende Zeit 1 Minute, das ist der doch zum Beispiel hier, oder? Forza Edition. Jetzt läuft noch 1 Minute lang. Wir können jetzt nochmal 30.000 bieten. Wenn wir den für 30.000 kriegen, dann zahle ich doch im Leben nicht. Dann werde ich da doch keine 300 Fortsatzpunkte für ausgeben. Wir bieten einfach mal 30.000. Wenn wir den für so wenig Geld kriegen, dann bin ich ja mehr als froh, dass wir da nicht 300 Forza-Punkte für ausgeben. Sonst werde ich die Forza-Punkte natürlich für Super Wheelspins ausgeben. Ganz klare Sache. Also ich gewinne auf jeden Fall gerade. Es endet bald. Ich glaube halt, dass noch einer drüber gehen wird. Oder ihr könnt ja auch mal schreiben, wenn ich da noch irgendwas falsch verstanden habe. Wenn es vielleicht das gar nicht ist, das Auto. Aber ich meine, das müsste der doch sein. Land Rover Forza Edition Series 3. Das ist doch der, den man im Forza-Ton-Shop kaufen kann, oder nicht? Und jetzt habe ich den... Ja, guck mal, jetzt habe ich ihn gewonnen. Für 30.000 Credits. Stellt euch mal vor, ich hätte 300 Forza-Punkte dafür ausgeben. Gut, ich habe gar keine 300. Aber stellt euch vor, ich würde die ausgegeben. Wenn du stattdessen 2 Super Wheelspins dafür kriegen könntest. Also, dann werden wir nämlich im Forza-Ton-Shop uns noch einen Super Wheelspin kaufen. Für 150 Forza-Ton-Punkte. Ich hoffe, dass der nicht direkt ausgelöst wird. Nee, wird nicht direkt ausgelöst. Genau, das war meine Hoffnung. Dann haben wir nämlich jetzt auch langsam genug für das Wheelspin-Video. Ich wollte ja ein Video machen, wo wir nur Wheelspins öffnen. Da haben wir nämlich jetzt 4 Super Wheelspins und ich glaube ungefähr 20 oder so von den normalen Wheelspins. Man darf das leider nicht anzeigen, ohne dass der automatisch einen öffnet. Aber das heißt, wir haben dann einiges an Wheelspins. Leider, ich hätte natürlich gerne mehr Super Wheelspins. Vielleicht kriege ich da noch irgendwie hin, einen mehr zu sammeln, dass wir 5 haben. Und nach diesem Video haben wir auch hoffentlich eine ganze Menge neue Autos und auch Kohle, um dann auch mal ein bisschen geilere Sachen noch zu fahren. So, und jetzt gab es ja noch so Nebenherausforderungen. Wir können ja mal ganz kurz das Auto auswählen, was wir uns gerade hier gekauft haben. Das ist er hier in der Forza Edition. Also es gibt auch noch diese Nebenherausforderungen. Erhalten eine Belohnung und Super Wheelspin. Oh, Rang 29. Und noch ein Wheelspin bekommen. Ah, seht ihr, wir sammeln weiter fleißig. Das meinte ich doch. Wir haben doch jetzt gerade hier Vorfahrt. Es gibt auch noch so Kapitelfortschritte. Genau, hier, das meine ich doch. Habe ich doch jetzt gerade absolviert. Wöchentliche Herausforderung. Carte Blanche. Gewinne 100 Forza-Punkte. Vorfahrt. Besitze und fahre ein beliebiges Offroader-Fahrzeug. Deswegen habe ich jetzt gerade den ausgewählt, weil der ist ein Offroader-Fahrzeug. Und ich besitze ihn und fahre ihn. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel hier bei diesem Winterdings, haben wir jetzt zum Beispiel den ersten Teil abgeschlossen. Also besitze und befahre ein... So, haben wir das geschafft. Das nächste wäre jetzt, tu, was dein Offroader-Fahrzeug am besten tut und gewinne 3 Querfeld-1-Serien-Veranstaltungen. Das werden wir jetzt nicht mehr schaffen, weil der Winter jetzt fast vorbei ist. Aber im Frühling werden wir das mal machen, diese wöchentlichen Herausforderungen. Da gibt es dann so verschiedene Kapitel, die man durchmachen kann. Ne, aber das schaffen wir halt jetzt im Winter nicht mehr. Aber ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, auch bei dieser kleinen Folge hier. Schön, dass wir noch was gemacht haben im Winter. Wir sehen uns wieder im Frühling und ich freue mich, wenn ihr ein Däumchen da lasst und auch eure Vorschläge für Frühlingsfahrzeuge. Bis dahin aber erstmal alles Gute, euer Walle. Bye, bye.